Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe von Altenheim TV Spezial. In wenigen Wochen ist es wieder soweit, dann sind 4 Jahre um und die deutschen Bundesbürger wählen eine neue Regierung. Wird das auch eine Richtungswahl für die Pflegebranche? In der letzten Legislaturperiode wurden wir ja quasi von einer Reformwelle überrollt. Allerdings wurde hier eher die ambulante Pflege gestärkt. Die stationäre Pflege kam deutlich zu kurz, so die vorherrschende Meinung. Und das spiegelt auch unsere aktuelle Online-Umfrage wider, bei der sich sage und schreibe 1060 Teilnehmer geäußert haben. Demnach sind 49,3% der Befragten mit der Arbeit der schwarz-roten Koalition unzufrieden bzw. sehr unzufrieden. Und das ist heute unser Thema. Wie kann die stationäre Pflege gestärkt werden? Welche Forderungen stellt die Branche? Und welche Ziele verfolgt die Politik? Dazu hören wir maßgebliche Stimmen und Standpunkte. Beginnen wir mit der Praxis. Was fordert sie von der Politik? Auf der Altenheim Expo haben wir uns umgehört und 2 Experten dazu befragt. Film ab. Also ich sag mal, das wichtigste Thema für mich und ich glaube für viele Pflegeheimbetreiber, das ist die Personalgewinnung und die Personalentwicklung, weil ich glaube, dass die, und wir das ja auch erleben, dass die stationäre Pflege sehr darauf angewiesen ist, qualifizierte Kräfte zu bekommen. Fachlich qualifiziert, aber auch menschlich, empathisch und qualifiziert. Und da werden doch die Problematiken, Fachkräfte zu gewinnen, nicht nur Fachkräfte, auch andere, größer. Und das wird eine Herausforderung sein für die stationäre Pflege. Ich glaube, dass man das auch lösen kann, indem sich die stationäre Pflege weiterentwickelt. Also tatsächlich auch quartiersbezogene Ansätze stärker in den Fokus nimmt und das weiterentwickelt. Ich glaube aber auch, dass die Politik dafür sorgen muss, dass der Pflegeberuf attraktiver wird. Das ist einmal eine Frage der Bezahlung, aber wir zum Beispiel zahlen tariflich. Aber es muss auch eine Frage der Ausstattung sein, also was Personalschlüssel angeht, was Personalquoten angeht. Und ich finde, es darf nicht so ein starkes Kontrollgebaren geben, sondern ein bisschen mehr auch Investition in die Qualifikation und dann auch Vertrauen in die Qualifikation und in die Kompetenz der zuständigen Pflegekräfte. Würde ich mir wünschen. Naja, zunächst erwarte ich, dass die stationäre Pflege in den Mittelpunkt gesetzt wird, dass sie wahrgenommen wird. Viele gute Veränderungen, die auch in der Pflegeinfrastruktur Auswirkungen haben, sind an der stationären Versorgung völlig vorbeigegangen. Pflegekräfte setzen einen neuen Pflegebegriff um, ohne wirklich zu merken, dass es zu positiven Effekten kommt, außer den guten fachlichen, die da drin sind. Das heißt, Stärkung bedeutet für mich, hinzugucken, wer macht hier was, heißt für mich wahrnehmen, welche Transformation die stationäre Pflege gemacht hat in den letzten Jahren. Völlig neue Zielgruppen, die mit völlig anderen Pflegebedarfen zu uns kommen, zur Kenntnis zu nehmen und daraufhin das Heim so zu positionieren, dass es fachlich, wirtschaftlich und theologisch und ethisch funktioniert. Da sind wir heute von entfernt. Wir haben da zum Teil prekäre Situationen, das muss man einfach so sagen. Die Politik sollte wahrnehmen, dass Altenheim nicht gleich Altenheim ist. 2,9 oder im nächsten Jahr 2,4 Millionen Menschen sind keine homogene Masse. Altenheim ist nicht gleich Altenheim. Das heißt, wir brauchen eine Betrachtung von Altenheimen, die den Zielgruppen entsprechen, die der Mortalität in den Einrichtungen entspricht, die den Krankheitsbildern entspricht und übrigens auch der Genderfrage entspricht und sich dann überlegt, was wir dazu brauchen. Das heißt, eine Personalbemessung, die fachlich begründet ist, aber das auch nicht nur aus irgendwelchen Elfenbeintürmen heraus, sondern vor dem Hintergrund der örtlichen Wirklichkeit, der Position, die das konkrete Altenheim in der örtlichen Infrastruktur hat. Das bedeutet, die Pflegesatzverhandlungen funktionieren so nicht, die mit pauschalen Erhöhungen arbeiten. Die Verankerung SGB XI, die nur Pflegebedürftige oder Nicht-Pflegebedürftige kennt oder Pflegebedürftige nach Grad 1, 2, 3, 4, 5, reicht nicht, um die tatsächlichen leistungsgerechtlichen und fachlich hochqualitativen Leistungen tatsächlich erbringen zu können.
also Wirklichkeit wahrnehmen, Personalbemessungen dazu nicht nur zu entwickeln bis 2020, sondern pflegewissenschaftlich herzuleiten vor dem Hintergrund einer Palliativversorgung, der Demenzversorgung oder auch von Menschen, die langfristig einen hohen Grad an Pflegebedarf haben, der die häusliche Versorgung nicht möglich macht. Bitte. Das sind deutliche Worte aus der Praxis. Doch wie positionieren sich die Parteien und welche Schwerpunkte werden sie nach der nächsten Wahl setzen? Das erläutern uns nun die pflegepolitischen Sprecher zweier Parteien. Zuerst Erwin Rüdel von der CDU-CSU und danach Elisabeth Scharfenberg von den Grünen. Herr Rüdel, welche maßgeblichen Pläne verfolgen Sie bzw. Ihre Partei in der Altenpflege in der nächsten Legislaturperiode? Also ich denke, wir haben in dieser Legislaturperiode einiges vorgelegt, aber wir müssen diese Dynamik in der nächsten Wahlperiode fortsetzen. Ich denke, wir müssen ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklungen im stationären Bereich legen. Ich glaube, wir werden sicherlich das E-Health-Gesetz weiterentwickeln und die Kommunikation im Gesundheitssystem stärken. Das trägt sicherlich auch zur Entbürokratisierung bei, zur Optimierung von Abläufen. Das heißt also, nach meiner Meinung muss also die Pflege in der nächsten Legislaturperiode in die Telematikinfrastruktur eingebunden werden. Das gibt Verbesserungen im Entlassmanagement, bei dem Medikationsplan. Ich denke, hier sind Effizienzen zu heben. Und eine sehr wichtige Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode ist sicherlich, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege zu verbessern. Hier müssen wir sehen, dass wir also Rahmenbedingungen schaffen, dass also Menschen, die also den Beruf erlernen, auch möglichst bis zur Rente mit Freude in diesem Beruf arbeiten und anderen erzählen, dass es nichts Schöneres gibt, als in der Pflege zu arbeiten. Das ist ein harter Weg dorthin. Ich denke, wir brauchen mehr Hände, mehr Mitarbeiter in der Pflege. Da kann ich mir vorstellen, dass man ähnlich wie im Krankenhaus ein Pflegestellenförderprogramm auf den Weg bringt. Ich denke, dadurch, dass die Pflegeberufereform 2 Jahre verschoben ist, haben wir also Finanzmittel, denke ich, zur Verfügung, um hier zumindest einen kleinen Einstieg zu machen. Ich glaube aber auch, dass wir also im Bereich der Entbürokratisierung noch einiges tun können. Ich denke da an die digitale Entbürokratisierung und ich glaube, wir brauchen mehr technische Assistenz, um also Pflegemitarbeiter von Standardaufgaben zu entlasten, nicht um sie zu ersetzen, sondern um ihnen mehr Zeit für Zuwendung zu geben. Ihre Schwerpunkte sind also beim Personal, in der Digitalisierung und in technischen Assistenzsystemen. Ja, und ein besonderer Augenmerk auf den stationären Bereich. Ich denke, in der letzten Wahlperiode haben wir also doch sehr stark den ambulanten Bereich im Blick gehabt. Und jetzt denke ich, ist es an der Zeit zu sehen, wo man also im stationären Bereich ergänzend tätig sein muss. Und ich glaube, wir müssen uns mehr Gedanken machen, wie wir Sektorengrenzen weiter miteinander verbinden, also die Grenzen auflösen, weil ich glaube, da sind einige Effizienzen zu heben, wenn wir also den ambulanten und den stationären Bereich, die Tagespflege, die Kurzzeitpflege näher zusammenbringen. Können Sie mir 2 konkrete Pläne nennen, wie Sie die stationäre Altenhilfe stärken möchten? Also ich denke, wir müssen sehen, wie sich also gerade im Bereich des Pflegegrades 2 die Dinge entwickeln und es kann nicht sein, dass also die Entscheidung, in eine stationäre Einrichtung zu gehen, daran scheitert, dass also die Eigenanteile zu hoch sind. Diese Schnittstelle müssen wir uns genau ansehen und Entbürokratisierung muss weiter ausgebaut werden und wir müssen einen Blick darauf haben, wie sich die Eigenanteile insgesamt entwickeln, weil wenn wir also fordern, mehr Mitarbeiter und
und auch andere Verbesserungen, dann kann das nicht nur auf Basis der Eigenanteile finanziert werden, sondern dann muss man auch sehen, wie sich also die Pflegeversicherungs-, also die Sachleistungen und die Geldleistungen verändern. Vielen Dank, Herr Mütter. Frau Scharfenberg, welche maßgeblichen Pläne hat Ihre Partei oder haben Sie in der nächsten Legislaturperiode für die Altenpflege? Ja, ich denke, wir werden ein Stück weit einen Blick zurückwerfen müssen, aber auch nach vorne blicken müssen. Wir haben jetzt in dieser Legislatur diverse Pflegereformen gehabt. Da gilt es natürlich zu überprüfen, wird damit erreicht, was eigentlich intendiert war. Also ich kritisiere heute schon, dass sehr viele Gesetze gemacht worden sind, um einen Haken dran zu machen und gar nicht mehr überprüft wird, haben wir eigentlich das erreicht, was wir wollten. Und einfach gesagt wird, wir haben unsere Aufgaben erfüllt. Das heißt, das ist der Blick zurück, aber der Blick nach vorne ist natürlich wirklich zu kontrollieren, ob es was gebracht hat. Und natürlich die ganz, ganz großen beiden Fragen, das ist einmal der Personalmangel und auf der anderen Seite natürlich auch eine nachhaltige, gerechte Finanzierung. Das sind die Punkte, denke ich, die keine der Parteien auslassen kann, weil es uns alle betrifft und alle bewegt. Das sind Ihre Schwerpunkte. Welche konkreten Maßnahmen haben Sie da im Hinterkopf? Ja, wir werden ja jetzt ganz kurz vor knapp im letzten Schnaufer noch eine Pflegeberufereform verabschieden. Die gilt es zu begleiten in der nächsten Legislatur, denn das ist ja ein Erdbebenprojekt letztendlich für die gesamte Pflegebranche, für die ganze Ausbildungsbranche. Da heißt es wirklich genau hinzugucken, wie kann man das umsetzen, dass keiner hinten runterfällt, dass die Schulen nicht schließen müssen, dass wir genug Auszubildende haben, dass das wirklich eine ordentliche Umsetzung wird, denn die Diskussion um die Pflegeberufereform, die war ja unmöglich. Und wenn jetzt die Umsetzung genauso wird, dann, dann sehe ich da wirklich rabenschwarz. Das muss ordentlich begleitet werden. Wir müssen das Thema Fachkräfte natürlich auf die Agenda bringen, denn es geht ja nicht nur um die zukünftigen Azubis, sondern es geht auch um die Menschen, die im Beruf sind. Wie schaffen wir es, die im Beruf zu halten, arbeitsfähig zu halten, gesund zu halten? Wie schaffen wir es, dass die Pflege ist weiblich. Wie schaffen wir es, dass Frauen in der Lage sind, A, genug Geld zu verdienen und B, natürlich auch Familie, Beruf und vielleicht zu Hause auch noch Pflege zu vereinbaren. Also da tun sich riesig viele Baustellen auf. Es ist verschleppt worden. Wir haben beispielsweise das Personalbemessungsinstrument verschoben bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. 2020 soll überprüft werden, ob die Vorschläge was taugen oder nicht. Das heißt, es steht in den Sternen, wann das stattfinden wird. Das können wir uns einfach überhaupt nicht leisten. Da muss man handeln. In der nächsten Legislatur heißt es wirklich, die Ärmel hochkrempeln und umsetzen und realistisch auch Bestandsaufnahme machen. Wir können nicht immer nur so tun, als würden wir im Trüben fischen. Wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen. Und da müssen wir ran. Da müssen wir uns wirklich ehrlich machen. Was möchten Sie tun, um die stationäre Pflege zu stärken, die stationäre Altenhilfe? Ich denke, wir müssen weg von diesem sektoralen Denken. Wir werden alle brauchen. Wir werden alle, die im Bereich der Altenpflege aktiv sind und eine gute Arbeit machen, die dürfen wir nicht verlieren. Wenn wir in der Bevölkerung eine Umfrage machen, dann sagen uns ganz, ganz viele Menschen, ich will gar nicht in eine stationäre Einrichtung, ich möchte gern zu Hause versorgt werden. Das kann man natürlich erstmal in den Raum stellen. Die Realität ist dann ganz, ganz oft eine andere. Entweder die Versorgung ist zu Hause nicht zu gewährleisten oder was auch immer der Grund ist. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden immer stationäre Pflege brauchen als Teil des gesamten Pflegesettings. Ich plädiere dafür, dass wir die Sektoren aufmachen. Das heißt, dass auch die stationären Anbieter sich dem gesellschaftlichen Wunsch nach einer anderen Versorgung auch öffnen können. Das heißt, die Hürden abbauen, dass auch Pflegepersonal flexibler eingesetzt werden kann. Also nicht wer in der stationären Pflege arbeitet, muss auch da bleiben und kann nicht beispielsweise in ein häusliches Setting gehen.
Da müssen wir einfach auch kreativer werden und Hürden abbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir müssen weg von dem Denken, stationäre Pflege ist böse, ambulant ist gut. Es kann auch manchmal wirklich andersrum sein, dass eine Versorgung zu Hause sehr, sehr mangelhaft ist aus den unterschiedlichen Gründen und die Versorgung in der Einrichtung ganz, ganz wunderbar wäre oder ist. Ich glaube, da ist es auch unsere aller Aufgabe, diese verkrusteten Vorstellungen von der stationären Einrichtung, die viele einfach im Kopf haben, mal aufzudecken, da wirklich mal umzuparken im Kopf und zu zeigen, stationäre Einrichtungen, die sind modern, das ist ein Zuhause geworden für viele Menschen, das ist nicht das, was man so angstvoll im eigenen Kopf hat. Da heißt es wirklich umparken im Kopf. Das bedeutet aber auch für die stationären Einrichtungen Tür auf, einladend sein und zu zeigen, wie man arbeitet, um auch diese Ängste aufzubauen und auch Teil des Quartiers oder des Umfelds zu werden. Ich glaube, da steckt letztendlich die Zukunft für alle. Dann habe ich aber doch noch mal eine Nachfrage. Da muss ja auch bei der Finanzierung geguckt werden. Wie wird die stationäre Pflege, was bekommt die ab vom Kuchen und was bekommt die ambulante Pflege ab? Da muss ich noch mal nach. Ja klar, die Finanzierung spielt am Ende des Tages immer eine Riesenrolle. Wir müssen gucken, dass es bezahlbar wird und wir müssen uns auch klar sein darüber, dass gute Pflege Geld kostet. Und eine Versorgung in der stationären Einrichtung, die kostet Geld, weil einfach sehr viel vorzuhalten ist. Es ist ein Gebäude vorzuhalten, es sind Möbel vorzuhalten, es ist Personal vorzuhalten mit einer ganz anderen Verantwortung. Was natürlich ein Riesenproblem ist, ist die Behandlungspflege, die in der stationären Pflege sehr zu Buche schlägt und die in der ambulanten Pflege einfach wegfällt. Das ist eine Ungleichbehandlung und da sagen wir ganz klar, da muss man ran und die Behandlungspflege, die muss da raus. Und ich glaube, dann nivelliert sich das auch so ein bisschen und kommt auf Augenhöhe, was quasi so die Finanzierung betrifft. Ich denke, wir müssen ehrlich sein, wir müssen hingucken, wir müssen es möglich machen, dass jeder die für ihn richtige Versorgungsform wählen kann und dass die auch bezahlbar ist. Umsonst werden wir es nicht haben, auf keinen Fall. Danke, Frau Scharfenberg. Sehr gerne. Die Ärmel hochkrempeln und umsetzen. Na, wir sind gespannt, ob das in der nächsten Legislaturperiode passiert und die Politik für die stationäre Pflege in die Bresche springt. Verkrustete Strukturen will auch Herbert Maul aufbrechen. Der Geschäftsführer des BPA-Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste nimmt nach dem Motto »Was dürfen Heime eigentlich?« die Themen Tagespflege und Wagnis und Gewinn kritisch ins Visier. Wir dürfen beispielsweise 80 Heimbewohner versorgen, aber wenn von nebenan gefragt wird, könnte die Mutter morgen in Tagesbetreuung nehmen, dann haben alle Angst, um Gottes Willen, was passiert denn, wenn dann jemand kommt und kontrolliert? Ich hätte gerne, dass die Heime zum Beispiel für 5% ihrer Plätze auch Tagespflegegäste zwischendurch aufnehmen könnten. Wir hätten sofort eine flächendeckende Infrastruktur an Tagespflegeplätzen, wir hätten kurzfristig Möglichkeiten und wir hätten auch durchaus Abwechslung im Pflegeheim. Warum sowas dem Kontrollwillen, insbesondere der Pflegekassen, zum Opfer fällt, ist für mich völlig unbegreiflich und eine vertane Chance. Also mehr Flexibilität für die stationäre Pflege oder? Ja, wir sagen, wir reden von Kompetenzzentrum und wenn wir was machen wollen, dürfen wir es nicht. Ja? Wir reden von Gesamtversorgungsverträgen, die wir mit den Pflegekassen schließen. Anschließend kommt die Heimaufsicht und sagt, wir bestehen darauf, dass die verantwortliche Pflegefachkraft ausschließlich sich ums Heim kümmert. Und schon stehen wir wieder da wie die begossenen Pudel und dann sagen wir anschließend, aber wir brauchen Kompetenzzentren. Also wenn, dann müssen die Heime auch was dürfen. Mhm. Gibt es weitere Punkte, die Sie in der nächsten Legislaturperiode berücksichtigt wissen möchten oder was Sie fordern? Naja, also Sozialhilfe ist immer ein Thema für sich. Ja, wir brauchen dort sehr nüchterne Diskussionen. Was sollen denn die Menschen tatsächlich zahlen und wie hoch darf die Sozialhilfequote sein? Ich glaube, dass wir Sozialhilfe auf den gesamten Pflegebereich angucken müssen. Dann kann es eben nicht sein, dass in manchen Feldern so gut wie gar nicht Sozialhilfe in Anspruch genommen wird und im Pflegeheim von jedem Dritten. Das zeigt einfach von einem Ungleichgewicht, was wir im Moment haben. Und wir werden da steuernd eingreifen müssen. Dann gibt es natürlich Detailfragen. Wenn das PSG 3 umgesetzt werden
muss, dann reden wir plötzlich über Wagnis und Gewinn. Also wenn das kommt, was der Gesetzgeber will, dann werden wir unseren Trägerraten bezahlt ausschließlich nach den teuersten Tarifen, weil der Wille des Gesetzgebers ist, dass das durchlaufende Posten werden. Und anschließend reden wir über Wagnis und Gewinn. Und dort sind wir im Moment noch schlecht vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass 5% Wagnis alle Einrichtungen tragen. Das sind nicht nur private, das will ich ausdrücklich sagen, sondern das sind genauso die gemeinnützigen und die kommunalen Einrichtungen. Wagnis hat jede Einrichtung. Und Wagnis zu bedienen ist das eine, aber Gewinn werden wir auch brauchen, um überhaupt Innovationsfähigkeit und Investitionsfähigkeit zu halten. Das wird, glaube ich, aus meiner Sicht die härteste Diskussion in der nächsten Legislaturperiode werden. Aber weniger mit der Politik, sondern Politik scheint ja blind auf diejenigen zu vertrauen, die heute schon um jeden Cent feilschen, sodass die dann mit uns Vereinbarungen schließen, die eine tragfähige Infrastruktur ermöglichen. Da, glaube ich, kriegen wir große Probleme. Soweit die Anmerkungen von Herbert Maul. Und zum Schluss schauen wir noch einmal auf das System an sich. Bernhard Schneider von der Evangelischen Heimstiftung sagt, was aus seiner Sicht in der Pflege zu stärken ist. Und er berichtet von einem Gutachten, das eine alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung prüft und das aktuelle System quasi auf den Kopf stellt. Ein Paradigmenwechsel. Also ich würde lieber die Begrifflichkeit überwinden. Ich sehe nicht mehr die Sektoren stationär, ambulant und teilstationär, sondern ich möchte die Pflege insgesamt stärken. Das ist ein Webfehler der Pflegeversicherung, seit sie vor 22 Jahren eingeführt worden ist. Und die Politik hat es leider nicht geschafft, auch mit 3 Pflegestärkungsgesetzen diese Sektorengrenzen abzubauen. Die Branche ist bereit dafür, diesen Abbau mitzugehen. Und ich glaube, es wäre eine wichtige Voraussetzung, um die Innovationshemmnisse, die durch diese Sektoren entstehen, einfach abzubauen. Das ist in der Pflege nötig. Wir haben mit einer Initiative Pro Pflegereform, die sich im letzten Jahr gegründet hat, mit über 100 Trägern und über 800 Einrichtungen in ganz Deutschland, haben ein Gutachten beauftragt bei Professor Dr. Rothgang, der diesen Aspekt untersucht hat und eine Alternative aufzeigt zu den Sektoren der jetzigen Pflegeversicherung. Also, Pflege ist nicht alternativlos. Mhm. Mit dem Abbau der Sektoren können weitreichende positive Veränderungen ermöglicht werden. Eine, die ja ganz klar aufzeigt, ist die Ungerechtigkeit beenden, dass die Behandlungspflege aus der Pflegeversicherung finanziert wird. 2,6 Milliarden könnte die Pflegeversicherung dadurch entlastet werden. Das wäre ein wichtiger Baustein. Eine zweite für uns sehr wichtige Forderung an die Politik ist, endlich ernst zu machen mit einer Stärkung der Pflegekräfte. Pflegekräfte wollen nicht in einem Pflegenotstandsgebiet arbeiten. Das heißt, wir müssen erst die Rahmenbedingungen so verändern und so verbessern, dass die Pflegekräfte wieder gerne in die Pflege kommen. Das heißt, bessere Personalschlüssel, mehr Zeit für die Pflege, mehr Qualifikation bessere Rahmenbedingungen insgesamt. Das kostet Geld und da stoßen wir natürlich auf ein wesentliches Problem, das die Pflegeteilversicherung auch seit ihrer Gründung hat, nämlich, dass das Risiko der Pflege nicht von der Pflegeversicherung getragen wird. Die zahlt ja einen festen Anteil. Die Pflegebedürftigen und die Sozialhilfeträger, die müssen jede Leistungsverbesserung und alles, was über den festen Betrag der Pflegeversicherung hinausgeht, bezahlen. Und das ist ein echtes Problem. Jede Personalschlüsselverbesserung, die wir als Träger umsetzen, bezahlt am Ende des Tages nicht die Pflegeversicherung, sondern der Betroffene selbst. Diese Ungerechtigkeit führt zu 450.000 Sozialhilfeempfängern in der Pflege. Das ist ein Skandal, finde ich. Da muss die Politik dringend nachjustieren. Herr Professor Rothgang hat in seinem Gutachten auch aufgezeigt, wie dieses Verhältnis zwischen der Eigenleistung des Bewohners und der Versicherungsleistung des Versicherten, der Versicherung umgedreht werden kann, auch vom Sockel auf die Spitze gestellt werden kann, dass der Betroffene, der Pflegebedürftige, einen fixen Anteil zahlt und alle darüber hinausgehenden Kosten von der Pflegeversicherung getragen werden. Das wäre auch finanzwirtschaftlich neutral umzusetzen. Es wäre ein Paradigmenwechsel, den fordern wir für die nächste Legislaturperiode. Vielen Dank, Herr Schneider.
Klare Forderungen von Bernhard Schneider für eine Stärkung der Pflege. Ob die Politik dem folgt, wird die nächste Legislaturperiode zeigen. Laut unserer Online-Umfrage sind nur 7,7% der Befragten davon überzeugt, dass sich die Situation in der stationären Pflege verbessern wird. Eine satte Mehrheit von 92,3% ist da eher pessimistisch. Ein deutliches Zeichen, dass da noch eine Menge Überzeugungsarbeit von der Politik zu leisten ist, um das Vertrauen der Pflege zurückzugewinnen. Ob die Gewinner der Bundestagswahl 2017 das schaffen, das werden wir in der nächsten Legislaturperiode sehen. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns diese über die Kommentarfunktion zusenden. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.